So, läuft. Ich habe was mitgebracht. Es ist einfach nur ein Stück Pappe. Ja, Pappe, dieses schöne Stück Pappe. Es ist so schön grau. Es ist weich, wenn man es durchnässt. Man kann es ansatzen. Ah, toll. Soll ich ein bisschen Wasser holen? Nein, bitte nicht. Nein, ich habe ja, ich weiß nicht, ob ich es immer mal während der letzten Aufnahmen, die wir mal irgendwann gemacht haben, gesagt habe, zumindest war es Herbst, Winter letztes Jahr, ein Rollenspiel mitfinanziert habe, ein Abenteuerfahrt für Pathfinder. Pathfinder hat folgendes Problem hier in Deutschland: die Abenteuerfahrt, die es zu kaufen gibt, die laufen nicht gut. Und sie standen auch kurz davor zu überlegen, ob sie diesen Verkauf dieser Abenteuerpfade einfach komplett einstellen, sondern halt nur die Quellenbücher verkaufen, die wirklich gut laufen, auch die Almanache. Das läuft alles super, nur diese Abenteuerpfade nicht. Und die haben sich dann gedacht, gut, wir probieren es jetzt mal über eine Art Kickstarter-Projekt und wollen schauen, ob das klappt, ob wir es schaffen, ein Abenteuer zu finanzieren und das dann rausbringen können. Wie gesagt, in Amerika laufen die Abenteuerpfade super, nur hier nicht. Deswegen müsste man halt auf das englische Original zurückgreifen. Ich dachte mir einfach mal, ich unterstütze das. Ich möchte das unterstützen und habe dann mitgebackt. Ich habe erst 100 Euro gemacht, da gab es dann bestimmte Boni dazu, was man dazu kommen wollte. Im Endeffekt habe ich 140 Euro reingesteckt, um zum einen ein Grundregelwerk nochmal dazu zu bekommen. Dein drittes jetzt? Das ist jetzt mein drittes. Also mein allererstes Grundregelwerk, das ist nun schon etwas älter, das kommt gleich. Ist das auch wenigstens eine neue Version? Das ist eine aktuelle Version. Das ist das Grundregelwerk von Pathfinder in der aktuellen Ausgabe, Version. Ich habe halt einfach gemerkt, dass wir selbst mit zwei Rollenspielbüchern arg knapp besetzt sind, wenn denn die ganzen Leute nachschlagen, wenn wir voll besetzt sind bei der Runde. Und dazu muss man sagen, die Spieler kaufen sich die Bücher nicht selber aus irgendeinem Grund. Außer du hast ja eins. Ich habe selber, aber sonst niemand. Also ich hatte mein erstes, das ist halt nun schon aufgrund der Jahre halt, hat es Gebrauchsspuren gehabt. Und dann habe ich zum Geburtstag ein neues bekommen, habe aber dann auch gleichzeitig dann auch hier eins mitgepasht und dann zu sagen, komm, hast du noch eins? Und dann kann halt noch eins rumgehen. Man kann eigentlich von diesen Grundregelwerken nie genug haben, weil jeder irgendwann mal was nachschlagen muss, genau in dem Moment, wenn er meist auch nachschlagen muss. Und dementsprechend, das ist da. Ich mache es auch jetzt auf und gucke auch mal, in welcher Dings das ist. Ja, gib mir mal gerade das Messer. Schneid es nicht kaputt. Was ist das für ein Geräusch? Staubsauger? Nein. Ein Düsenjet. Wie so ein Laubbläser oder sowas. Ja, das macht dein Nachbar wieder. Keine Ahnung. Vorhin hat der Nachbar da drüben ein riesen Loch gebuddelt. Ich glaube, der macht einen Pool oder sowas. Der macht doch keinen Pool. Ich weiß, das sah aus wie ein riesiger Teich oder Pool im Garten. Ah, ja, herrlich. Kannst du nachher mal sehen. So. Das Schöne war, dass man auch schon als Mitbäcker die PDF-Dokumente bekommen hat von dem Abenteuerband, um schon mal reinlesen zu können, bevor es in den Druck ging, um eventuelle Fehler wiederzugeben, die auftauchen hätten sein können. Und wo steht denn das? Welche Ausgabe? Ich gucke gerade, aber ich weiß nicht, wo das steht. Deutsche Ausgabe steht unten. Ja. Müsste irgendwo hier stehen, wenn ich es jetzt nicht auf die Schnelle finde, ist es jetzt auch nicht. Nicht nur ein Buch, ich mag den Geruch von. Also es ist auf jeden Fall Gary Gygax gewidmet und Dave Arneson. Natürlich. Ja. Impressum, Tralala und Trololo. ISBN. Sechste überarbeitete Auflage ist das. Steht ein Jahr dabei? Nee, sechste überarbeitete Auflage. Mein erstes Buch war, glaube ich, die zweite überarbeitete Auflage. Also dementsprechend. Glaube ich, die erste. Ist schon ein bisschen hin. Ist halt alles farblich auch bedruckt. Das kann man jetzt auch wunderbar sehen. So. Und es ist halt immer ganz wichtig, das Buch ist halt knapp 600 Seiten stark mit Index und bietet halt alles, was man auch wirklich an Regeln braucht. So, das Regelbuch gab es dazu. Dann gab es da natürlich. Das war nicht ich, das war so ein tolles Ding, was hier immer piept, wenn irgendwas auf diesen Tisch schlägt. Gab es natürlich auch ein paar Boni-Sachen, wenn ein bestimmtes Pledge-Ziel erreicht wurde. Zum Beispiel der Almanach zu Numeria in dem Gebiet dieser Abenteuerband spielt. So und so. Dieser Almanach sind genau wie allen anderen Almanache gut und gerne knapp 70 Seiten, ein paar 70 Seiten dick. Der hier nur ein paar 60 Seiten. Bietet halt Hintergrundwissen, einen Reiseführer, eine Karte des Landes. So. Auch ein paar Gegner, die vorgestellt werden, die es schon in den Monsterbüchern gibt.
Und ja, die werde ich mir mit Begeisterung durchlesen. Das finde ich immer toll. Ich habe diverse Almanache auch zu Hause. Ich habe also wirklich, ich muss sagen, Pathfinder ist so das Rollenspiel für mich, von dem ich wirklich viel habe. Dann gibt es dazu noch die Abenteuerfahrt, ein Raunen im Ödland, eine Geschichte in Heftform zu dem Abenteuer Eisengötter heißt das Buch. Hierin geht es darum, um den Kundschafter Sidek, der des Reisens müde ist und in sein Heimatdorf zurückkehren möchte, doch eine Begegnung mit der Technikliga und die Tücken eines mysteriösen Artefakts durchkreuzen seine Pläne. Das Ganze ist dann auch 42 Seiten dick. Bin ich mal gespannt. Nur eine Geschichte, oder was? Das ist nur eine Geschichte. In diverse Kapitel eingeteilt. Und soll wahrscheinlich so ein bisschen die Hintergrundgeschichte dazu wiedergeben. Dann gab es dazu... Wie viele Leute damit gearbeitet haben, nur an einer Geschichte. Ja. Gibt es dazu auch Plakate. Wohin damit? Ja, wohin damit? Also, einmal dieses Plakat. Ist halt beidseitig, deswegen werde ich es nicht nutzen. Dann gibt es... Ich hasse beidseitige Plakate. So, dieses Motiv. Ihr werdet es wahrscheinlich nicht ganz erkennen können. So. Mir gefällt das andere. Und soll halt die diversen Kapitelanfänge aus dem Abenteuer darstellen. So Coverbände. Ja, vier Motive. Dieses hier und dieses hier. Also das Schöne ist, mit diesem Abenteuer wird viel Technik Einzug erhalten. Und dann kommt das. Was noch mehr? Der nicht? Noch ein Poster. Noch ein Poster. Ich weiß gar nicht, wohin damit. Noch ein Poster. So. So, mit Motiven. So, ist das richtig rum? Ja. So. Piraten. Ja, die Qualität, ja. Es ist schon eine recht okay Qualität, besser als diese Bravo-Poster. Dann gibt es halt nochmal einen Eisengötter-Spieler-Leitfaden, wo dann nochmal für mich so ein paar Infos und Hintergründe stehen über die Technikliga und sonstiges. Oder für die Spieler. Oder für die Spieler. Tipps zur Charaktererschaffung stehen nämlich hier. Androiden wird es als Charaktere, spielbare Charaktere geben. Data. Tja, neue Handwerker, neue Technologien wird es geben. Es wurde eine Trinnummer vorgestellt und dann haben wir hier, das war's. Okay. Und dann haben wir hier die zwei Abenteuerpfade. Band 1, Band 2. Band 1 habe ich zu Hause schon einmal aufgemacht, weil ich schon mal reinschauen wollte. Alles ist Hardcover. Das ist halt schön stabil gemacht. Hat auch wie immer jeder Band so ein Lesezeichen drin, was man dann so rausziehen kann. Mache ich jetzt mal nicht, ich weiß nicht, wo es ist. Es geht eigentlich darum, dass... Tja, dieser Band erhält die ersten drei Teile des Abenteuers für Eisengötter. Sie werden dabei auf außergolarische Wesen treffen, das heißt, Golarin heißt die Welt, in der Pathfinder spielt. Wäre es die Erde, wären es außerirdische Wesen. 50 Euro kosten. Ja, und jeder Abenteuerband würde 50 Euro kosten, wenn man die kaufen würde. Das ist eine Nummer. Das ist eine Nummer, ja. Ist aber okay. Müsst ihr vorstellen, wenn es die in diesen Einzelheften gibt, wie ich diese einen Abenteuerpfade habe, wären das hier drei Hefte und jeder Heft würde 20 Euro kosten. Das machen die aber immer in Deutsch, ne? Mhm. Die englischen Bücher sind immer so dick hier wie das hier. Auch bei normaler Literatur, ne? Also es geht auch, eigentlich geht es darum, dass vor Urzeiten bei einem Kometensturm ja Raumschiffe von einem Volk auf Golarin niedergeregnet sind und diese dann von der Technikliga, so wie ich es jetzt momentan überflogen habe, es muss jetzt nicht stimmen, was ich sage, gefunden wurden. Ich habe es noch nicht alles durchgelesen. Momentan spielen wir noch das Abenteuer die Smaragdspitze und bin froh, wenn wir das dann hier anfangen irgendwann. Das ist nicht so ein anderes dickes Abenteuer. Wir spielen noch nebenbei noch Berge des Wahnsinns von. Ah, ach, das war das richtig. Das war Cthulhu, das. Genau. Ja, und ja, das war also dieses Abenteuer, was ich Kickstarter unterstützt habe. Ich bin
Du hast ja jetzt die Übersetzung quasi unterstützt, des Abenteuers. Ja, dass es in Deutsch rausgebracht wurde. Das war wirklich auch so, wenn es gelingt, machen sie das weiterhin. Dann wollen sie weiterhin auch diese Abenteuerfahrten machen. Wenn es nicht gelingt, dann wird damit gezeigt, es gibt kein Interesse an deutschen Abenteuerfahrten. Das wird komplett eingestellt. Und normale Belohnung waren nur die beiden Abenteuer, oder? Ich kann es dir gar nicht mehr sagen, weil es schon einfach zu lange her ist. Also mir ging es halt wirklich erstmal darum, dass ich die beiden bekomme. Dann kam als mit jedem, das wurde auch irgendwann erreicht, dann kam halt mit jedem Erfolg, das überschritten wurde, kam halt dann dieser Almanach dazu. Mhm. Poster waren dann irgendwann auch nochmal so ein Kampagnen, ein Pledge-Erfolg, so ein Spielleitfaden, der gehörte aber schon, glaube ich, mit dazu. Die Geschichte, das weiß ich nicht mehr. Und dann konnte man einfach nochmal sagen, du, ich möchte einfach nochmal auch dieses Regelband dazu haben, dann lege ich halt nochmal mit drauf. Hm. Ja, cool. Und wenn man bedenkt, dass dieser Band, dieses Regelband auch 50 Euro kostet, das wäre vielleicht zusammen 150 Euro mit dem, was würde der normal kosten, 20 Euro? 20 Euro, wenn man vielleicht bei 170. Wenn man es jetzt so kaufen würde, vielleicht noch ein bisschen mehr, muss ich sagen, habe ich mit 140 ein recht gutes Schnäppchen gemacht. Und du hast sie unterstützt, ne? Und ich habe es unterstützt und ich halte auch Augen offen. Ich hoffe, das werden sie auch weiterhin so machen. Ich hoffe, die machen das für die 5. Edition von D&D, weil davon ist auch nichts Deutsches an sich. Und ich würde das Abenteuer, was wir spielen, gerne nur auf Deutsch haben. Ja, das kann ich verstehen. Also ich bin auch froh, dass sie das haben. Ich habe halt das Problem immer, ich kann mir schwer eigene Welten erschaffen bei solchen Rollenspielen. Ich weiß nicht, dann hängt es immer an bestimmten Dingen und dann habe ich auch nicht die Zeit, mich damit komplett drauf einzulassen, mir neue Welten, Dinge auszudenken. Deswegen finde ich immer solche Abenteuerpfade ganz toll. Und die bieten auch einen gewissen Spielzeitraum. Also nach Smartspitze spielen wir jetzt wie lange? Lange. Lange. Sehr lange schon, keine Ahnung wie lange, aber schon ziemlich lange. Wir haben ja ziemlich klein angefangen. Ja, also ist es auch wieder von Stufe 1 bis aufwärts. Ach, neue Charaktere. Ja. Dann mache ich wieder ein Orakel. Ich muss dann nur anpassen, weil das für 4 Spieler ausgelegt ist. Oh. Genau wie die Smartspitze eigentlich, aber trotzdem geht ihr mit 7 Mann immer wieder drauf. Tja, wenn du uns auch einfach in brodelnde Lava ziehst oder unter Wasser ziehst. Wenn du ihr das Pech habt und nicht drauf achtet. Ja, wenn ich auch noch niemand helfen will, ne? Ja, anders. Aber als wenn du das gleiche nicht auch machen würdest, wenn ich spiele und du Meister bist. Natürlich. Er hat meinen ersten Level 1 Paladin gleich sterben lassen. War noch gute Zeit. War sehr toll. Nein, also... Ja, der hat an die 12 Schaden einen Crit gemacht. Du hast 10 Hitpoints oder so. Ja. Nee, wurscht. Nein, also ich finde das toll. Finde ich prima. Und da habe ich wieder einiges zu lesen. Wieder Post-its habe ich mir heute auch schon gekauft, um bestimmte Sachen zu markieren. Das werde ich auch wieder mit Post-its präparieren, damit jeder weiß, wo er nachschlagen muss. Behalt das doch als deins. Ich habe da schon neues als meins. Ja, aber dann kannst du hier deine Post-its drin machen. Ich habe da schon meine Post-its. Ach so. Okay. Ja. Ja, das war jetzt so die Vorstellung. Ja, super. Dann vielen Dank, dass du uns das gezeigt hast. Sehr interessant. Ja. Ich freue mich schon, wenn wir uns spielen. Ich hoffe, ich treffe uns das nächste Mal wieder. Ich habe jetzt schon mal gefragt, wann die anderen wieder Zeit haben. Jetzt kam noch nichts. Ich habe Montagszeit. Nur montags. Nee, ich glaube, Laura, die ist auch mit momentan in der Abschlussprüfung für ihre Ausbildung. Mhm. Deswegen wird sie da auch erstmal wahrscheinlich nicht wieder so viel Zeit haben. Mhm. Schauen wir mal. Aber irgendwie kriegen wir es noch hin. Hoffentlich. Wir können aber mal am Wochenende spielen. Ich habe alle 2 Wochenenden Zeit. Jetzt wieder? Ja. Das wäre für dich dann... In 14 Tagen. In 14 Tagen, ja. Ja, dann planen wir das doch mal ein. Das war gut. Ja. Alles klar. So, dann... Vielen Dank. Tschüss.